Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon diesmal was ganz anderes. Ja, ich bin auch dem Farbverlaufsgarn verfallen. Nach dem Wickeln der Monk Bobble war mir das doch nicht genug und schlussendlich ja, bin ich auch den Tüchern verfallen. Ihr seht hier eine kleine Auswahl meiner Mobble. Ich nenne sie Mobble, also Monk Bobble. Also Bobble wird dieses Farbverlaufsgarn oft genannt. Es gibt auch noch andere Namen, Sterne, Eier. Ich habe mich jetzt einfach für Mobble entschieden. Ihr seht hier eine kleine Auswahl aus dem Shop. Also es gibt mittlerweile über 40 Kombos. Den Link dazu, den findet ihr hier im Video und unterhalb des Videos. Es werden immer neue dazukommen und ja, speziell auch diese Spezialmobble, beziehungsweise erst als Blind Date, das heißt ein geheimer Mobble. Da müsst ihr euch etwas überraschen lassen. Es ist auf jeden Fall nichts Standardgewickeltes und der wandert eben nach einem Monat dann als Spezialwicklung in den Shop und es kommt ein neuer Blind Date. Es ist gefachtes Garn, in dem Fall jetzt Baumwollmischung, gefacht für die, die es noch nicht kennen. Also ich pick jetzt einfach mal einen raus, am besten, ich nehme jetzt auch einfach den hier, weil ich denke, die Farben seht ihr am besten, wenn ich sie jetzt dann anhäkel. Ihr seht schon, also die Mitte mache ich immer so einen kleinen Anhänger rein. Dann findet ihr das ganz leicht für diejenigen, die gern aus der Mitte häkeln. Das geht auch. Dadurch habt ihr keine Knäuel, die umeinander wuseln. Also überhaupt finde ich diese Bobble-Wicklungen super handlich. Da fliegt nichts rum. Ihr könnt natürlich auch von außen beginnen. Gerade wenn ihr Glanzfaden oder so mit drin habt, empfiehlt es sich von außen eher. Wenn ihr euch eine Farbe im Shop ausgesucht habt, dann könnt ihr auch, wenn ihr sagt, oh, ich würde gern aber die Außenfarbe aus der Mitte verarbeiten, dann schreibt das einfach in die Bemerkungen, bitte Mobble andersrum wickeln oder Außenfarbe innen wickeln. Kein Thema, mache ich euch. Das ist alles, also auch Sonderwünsche, meldet mich an oder per Facebook als Nachricht. Ich schau mal, dass ich gefacht heißt, dass diese Fäden nebeneinander liegen, weil normalerweise bei einer Wolle sind die ja so ineinander verdreht, vertwistet maschinell. Das ist eben hier nicht der Fall. Dadurch bedarf es ein bisschen einer Übung. Aber hier mit der richtigen Fadenspannung ist das eigentlich kein Problem. Und wenn man einmal so ein Mobble verarbeitet hat, läuft das. Was ist jetzt anders an diesen Verläufen zu, sage ich jetzt mal, gekauften Farbverlaufsgarn? Die Verläufe sind, je nachdem wie viel Meter man bestellt, sehr lang und sehr sanft. Wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Fäden habe und ich tausche jetzt erst zur nächsten Farbe einen aus, das heißt, dieser wird abgeschnitten und der nächste in einen speziellen Knoten dran geknotet und dann nach einer bestimmten Meterzahl erst der zweite, dann der dritte und wenn der in dem Fall vierte auch gewechselt ist, habe ich komplett uni die nächste Farbe und so weiter. Dieser Knoten, dadurch, dass dieses Zwirn ja sehr dünn ist, fällt gar nicht auf, der wird einfach mitverarbeitet. Und ihr habt natürlich da an der Stelle, wo es geknotet ist, dann die zwei Endfäden der jeweiligen Farben hängen. Die könnt ihr euch aussuchen. Also normalerweise lasse ich ein paar Zentimeter dran. Ich häkel ein paar Maschen damit ein, lasse dann den Rest hängen, arbeite weiter. Und wenn ich mein Werk fertig habe, schnibbel ich einfach diese Enden ab. Ich nenne das ganze Tuch versäubern oder versäubern. Ihr habt die Wahl. Ihr könnt Meter und Fadenanzahl selbst bestimmen im Shop. Je mehr Fäden, umso dicker natürlich das Ganze. Die, die es kennen, die wissen, wovon ich rede. Wenn ihr jetzt als Neuling euch ein Projekt aussucht für diese Mobble, es gibt zig Anleitungen auf Ravelry, auf Garnstudio alias Drops, Crazy Patterns und so weiter. Also es gibt wirklich zahlreiche auch Free-Anleitungen für Tücher, Loops. Da steht dann meistens in der Anleitung drin, wie viel Fäden und wie viel Meter ihr braucht. Das macht das Ganze natürlich einfach, denn ihr sucht euch jetzt nicht eine Wolle aus und dann das passende Projekt, sondern eher ein Projekt und den passenden Mobble. Ja, das macht das Ganze für euch als Anfänger ein bisschen einfacher. Ansonsten kommt in die Facebook-Gruppe zum Monk rein und fragt einfach nach. Es gibt sehr viele in der Gruppe, die sind schon ganze Profis. Also die haben weitaus mehr Mobble als ich verarbeitet, sowohl verstrickt auch als verhäkelt. Als allerletztes, bevor ich jetzt anfange, damit ihr euch nicht denkt, oh, wann fängt ihr jetzt endlich mit dem Häkeln an? Also das allerletzte noch.
das hier ist ja eine Baumwollmischung. Baumwolle hat ja den Drang dazu, ein bisschen auszuleiern. An und für sich, auch wenn ihr Tücher oder Loops macht mit so Lochmustern, empfiehlt sich's immer, bitte die Wolle, also das fertige Stück, waschen. Die hier ist auch waschmaschinenfest, also ich mache es auch immer im Wollwaschgang für alle Fälle. Und dann wird das Ganze gespannt. Das könnt ihr euch googeln, was das heißt. Tuch spannen und warum. Dadurch erscheinen eben so Lochmuster noch schöner und das Tuch wird auch etwas weiter. Dann wird sicherlich die Frage kommen, kann ich denn damit auch Mützen machen? Jein, bedingt. Ich sage jetzt mal so, ich habe einmal eine verstrickt. Das war von Martina Behn, die Langfield. Super geworden. Super, super, super. Fellschön und alles, aber... Wenn ihr jetzt eine Mütze strickt, habt ihr eine gewisse Elastizität, einfach durch das Stricken. Vor allem mit diesen Krausbündchen oder Rechts-Links-Bündchen, da ist das weniger das Problem. Beim Häkeln ist es ja so, da habt ihr ja nicht viel zur Möglichkeit, was eine Elastizität am Bund macht. Meine Empfehlung daher, wenn ihr Mützen draus macht, also ich werde sicher auch Mützen noch draus häkeln, ein Bündchen zu machen, welches eben eine Dehnung hat, und das wäre zum Beispiel das Bündchen mit ein vorderes, ein hinteres Reliefstäbchen, ja. Also wie gesagt, ich werde sicherlich auch Mützen machen, entweder als Videoanleitung, schriftliche Anleitung und oder. Und ja, dann schauen wir einfach weiter. Das ist ein bisschen eine Probiererei, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Also mir macht das Wickeln auch sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin immer, immer gespannt, weil ich schaffe es einfach nicht, alle selber zu verhäkeln oder zu verstricken, um zu sehen, wie wirkt das dann. Das ist immer sehr, sehr interessant und spannend für mich. Und ich hoffe da auch immer auf euch. Wenn ihr etwas fertig gemacht habt, schickt mir bitte das Bild mit der Erlaubnis, es in den Shop einzustellen. Also ihr werdet nur namentlich ernannt. Wenn ihr das nicht möchtet, dann sagt das bitte auch dazu. Kein Problem. Dann habe ich einfach für andere, die sich für ein Mobile interessieren, ein Beispielbild. Dann können sie sich den Verlauf besser vorstellen. Stellen.